Ein Freudentag trotz kühlem Regenwetter war der vergangene Sonntag in Strängen. Ein 1,85 Millionen Euro schweres infrastrukturelles Großprojekt, das sich in Kindergartenerweiterung, einen Turnsaal, einen Konferenzraum, ein Probelokal für die Musikkapelle Strängen sowie einen Chronistenraum gliedert, konnte unter Beisein zahlreicher Ehrengäste und Vereinen feierlich eingeweiht werden. Erstens mal war der Kindergarten viel zu klein und die zweite Geschichte war, dass die Volksschule eigentlich keine geeignete Turnmöglichkeit hat. Und die dritte Geschichte ist gewiss, dass man bei einem Probelokal der Musikkapelle schon seit Jahren ein massives Platzproblem gehabt haben. Und wir haben schon seit Jahren versucht, da Lösungen zu finden, sind aber immer wieder am geeigneten Standort gescheitert. Und dann mit einem Grundtausch, dass wir die Grundfläche westlich der Volksschule erhalten haben, hat sie dann die Möglichkeit geboten, alle drei Einrichtungen in Nähe Volksschule, also als super praktisch zur Volksschule, zu errichten. Wir haben also einen Bestand umgebaut. Einmal das alte Lehrmittelzimmer haben wir neu umstrukturiert, komplett neu hergerichtet. Aus einem Fenster haben wir einen Durchgang gemacht in unser neues Konferenzzimmer, anschließend eine kleine Schulküche, wo man also ohne Türe durchgehen kann. Und der Durchgang zum Turnsaal, der geht durch dieses Lehrmittelzimmer durch, der aber recht großzügig ist, wo man sich nicht im Weg ist und das ganz gut benutzen kann, dass man den Turnsaal kriegt. Im Neubau ist dann ein neuer Turnsaal entstanden, ein zeitgemäßer Turnsaal, wo auch dem Kindergarten Kindern zur Verfügung steht. Und ganz am Ende hinten findet man einen Stiegenaufgang, dass auch ein externer Verein diesen tollen Zubau benutzen kann. Ich finde das ganz genial, wenn sich eine Gemeinde so für die Bildung einsetzt. Und wir wissen ja, dass der Raum der dritte Pädagoge ist. Und gerade wenn es um Bewegung geht, und das ist ein wunderschöner Turnsaal, der da geworden ist, wenn es um Bewegung geht, Lernen und Körper, hängen unmittelbar zusammen. Also es geht nicht nur ums Wissen, sondern es geht um die Leibhaftigkeit, ums Leibliche. Und da glaube ich, ist es eine ganz, ganz tolle Sache, wenn der Turnsaal jetzt da neu von der Gemeinde her ermöglicht worden ist.